Vor knapp 4 Jahren war das Tesla Model X in der Riege der großen vollelektrischen SUV noch allein auf weiter Flur. Mittlerweile ist die Konkurrenz deutlich größer geworden. Seit knapp 2 Jahren gibt es von Jaguar den I-Pace, der deutlich sportlicher ausgelegt ist als der Tesla. 2019 kamen 2 deutsche Vertreter neu hinzu. Zum einen der Audi e-tron und der Mercedes EQC. Höchste Zeit also, diese 4 großen vollelektrischen SUV miteinander zu vergleichen. Wie alles begann, so könnte man beim Tesla Model X sagen. Vor 4 Jahren war ja das erste rein elektrische SUV auf dem Markt. Auch heute noch glänzt er mit Superlativen, auch hier bei uns im Vergleichstest. Er ist der teuerste, knapp 94.000 Euro. Er hat den größten Akku mit 100 Kilowattstunden Kapazität. Aber er hat auch die größte Reichweite geschafft, knapp 380 Kilometer. Von den 4 Vergleichstestkandidaten ist der Tesla der einzige, den man auch als 6- oder 7-Sitzer haben kann. Besonders auffallend sind natürlich die Flügeltüren, Falcon genannt, und speziell die ganze Bedienung. Bei einem Tesla wird in erster Linie fast alles über den Bildschirm gesteuert. Man bringt natürlich irrsinnig viel unter in diesen Menüs, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr ablenkend, wenn man etwas suchen will und nicht gleich findet. Der Audi e-tron wirkt sehr wuchtig und das ist er auch. 4,9 Meter lang, fast 2 Meter breit. Eine stattliche Erscheinung. Auch das Blechkleid ist ein klassisches Audi-Design, geprägt von vielen Sicken und Kanten. Der typische, markante, große Kühlergrill. Ja, man kann sagen, ein typischer Audi. Der Innenraum im Audi e-tron ist dominiert von vielen Touchscreens, die nicht intuitiv bedienbar sind. Man muss sich ein bisschen einarbeiten. Beim Fahren muss man eindeutig sagen, man merkt das hohe Eigengewicht des e-tron. Er ist bei weitem nicht so agil wie der Mercedes EQC. Trotzdem, das Handling ist immer noch gut, ohne Wenn und Aber. Positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall, im Zuge unseres Testprozederes schaffte der e-tron an einer Schnellladestation eine Ladeleistung von 135 Kilowatt. Das muss man schon positiv hervorheben. Der Jaguar I-Pace ist eindeutig der sportlichste Vertreter hier in unserem Vergleichstest. Er ist zwar der kürzeste, aber man sollte es nicht glauben, auch der breiteste im Vergleich. Auf einer Rennstrecke mit ihm zu fahren, macht richtig gehend Spaß. Allerdings ist da die Reichweite dann nicht so hoch. Auch bei uns im Vergleichstest war der Verbrauch beim Jaguar am höchsten. Der Jaguar I-Pace ist eine komplette neue Konstruktion, das heißt, er ist nicht auf einer bestehenden Plattform aufgebaut, sondern quasi vom weißen Blatt Papier als Elektroauto konzipiert worden. Großer Schwerpunkt war eindeutig die Sportlichkeit. Der Jaguar I-Pace lässt sich auch mittels eigenen Programmen wirklich sehr sportlich bewegen. Was man aber auch nicht glauben sollte, er schlägt sich auch im Gelände relativ gut. Man kann die Höhe des Fahrzeuges, die Bodenfreiheit, erhöhen und mit einem eigenen Programm im Gelände macht er dann ziemlich gute Figur. Der Mercedes EQC ist auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Mercedes. Die Karosserie ist sehr glatt gebügelt, alles ist sehr rund. Die Front dominiert von einem großen schwarzen Grill. Wenn da jetzt nicht der große Mercedes-Stern drauf wäre, ich glaube nicht, dass man sofort erkennen würde, dass es hier ein Mercedes ist. Im Innenraum ist der Mercedes EQC dagegen ein typischer Mercedes. Das beginnt beim großen Display, die Tasten am Lenkrad, Lenkstockhebel, die Bedieneinheit in der Mittelkonsole. Das kennt man aus anderen Mercedes-Modellen eigentlich genauso. Mercedes hat sich hier insofern schwerer getan, im Gegensatz zu einer Marke wie Tesla, etwas völlig Neues zu konstruieren. Man würde dadurch die eigene Klientel eigentlich vor den Kopf stoßen. Beim Fahren überzeugt mich der EQC mit seinem enormen Fahrkomfort. Also keiner der anderen 3 ist ähnlich komfortabel wie der Mercedes. Auch das Handling ist total einfach, man kann ihn spielerisch um die Kurven treiben. Das ist eigentlich bei einem ganz normalen, konventionellen Fahrzeug auch. Die Batterie des EQC ist kleiner als bei den anderen, die hat 80 Kilowattstunden. Entsprechend ist auch die Reichweite am geringsten bei ihm. Und auch der Verbrauch ist nicht sonderlich berauschend. Der Jaguar ist eindeutig der fahraktivste. Man merkt
Sport stand bei der Konstruktion des I-Pace an erster Stelle. Nicht so toll seine Reichweite und die etwas enttäuschende Ladeleistung. Das heißt, am Schnelllader braucht man längere Zeit, bis man wieder weiterfahren kann. Tesla Model X ist noch immer bei der Reichweite ganz weit vorne und er hat ein tolles eigenes Tesla Supercharger Netz, an dem der Erstbesitzer eines Model X auch noch dazu gratis laden kann. Der Mercedes EQC gefällt vor allem durch seinen hervorragenden Fahrkomfort und gute Dynamik. Leider hat er den kleinsten Akku und damit auch die geringste Reichweite im Test. An die Spitze setzt sich der Audi e-tron, der eine gute Reichweite hat und vor allem eine sehr hohe Ladeleistung erreicht. Das heißt, man kann schnell hintereinander laden und größere Strecken zurücklegen. Kleiner Makel beim Audi, seine nicht ganz so gute Serienausstattung.